ich bin's wieder, Käse, neue Haare. Und hier mit meinem Let's Play von Demonia. Na gut. Dieser blöde Argus, trotz dieser schönen Verkleidung lässt er uns nicht durch. Na gut. Ach, lieber Cletus. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Oh, Manu. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Verzieh du dich. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Ah, hier das hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Das nenne ich nicht Liebe. Sorry. Das ist Mittel zum Zweck. Boah. Cletus, du bist ein Arsch. I don't like you. Genial. Diesmal habe ich mich wirklich... Na gut, dann jetzt aber ab. Jetzt und? Lass mich durch. Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Are you serious? Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Na gut, dann... Goal? What? Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Was hätten sie erwähnt? Alter, die Musik ist laut. Wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Oh Mann. Das ist ja toll. Der Sound gerade eben war echt laut. What the fuck? Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Wenn man von spricht, Moment. Es sind alles Briten.
kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Das hier gab's schon mal. Ich komm schon noch drauf. Okay. Ja. Schön. Oha! Eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Dann aber auf, auf. Okay, weiter. Wie geht's weiter? Okay, danke. Ich will runter. Ah, da geht's dann weiter. Gut. Hallo. Beleuchte. Okay. Dann mal raus. Wer nimmt sich bitte schön hier die Frechheit? Aha. Dahinter. Dann lass mal rein in die gute Stube. Und da geht die Spur auch weiter. Und führt denn dieses unheimliche Ding? Ein Nadelhaufen, was? Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Tja, Idioten. Freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, Gigi. Gigi. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Hm. Kann ja noch was Gutes bei rauskommen. Ich... Au. Ah, ich kann noch Au. Mal. Ah. Ich könnte noch mal reingreifen, aber ich mach mal nicht weiter. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Also müsste ich... Wie wär's damit? Oder so. Ist das ein Wal? Das ist ein fucking Wal! Boah, ein echter Wal. Ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Hm, der Wal sieht hungrig aus. Oh, du armes Tier. Oh, mein Baby. Das ist ein Avialflansch. Haken! Oh Gott, der Riss macht mich nervös. Dieser Riss macht mich so hart von nervös. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Gut, dass du nochmal das dran gehängt hast. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Boah, Rufus ist so faul. Das ist ein Weichen. Komm, Fischi, Fischi. Puh. Ist wohl auf Diät. Komm, Fischi. Ist wohl auf... Moment, der Strohhalm vielleicht? Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Oh, come on. Hm, aber wie machen wir das denn jetzt? Armer Wal.
Naja, also hier kann man jetzt hier nicht wirklich viel machen. Aber gut, schon mal hier etwas. Na gut, dann... Oh Mann. Oh Mann. Moment! Wenn der Wal Hunger hat, dann geben wir doch ein bisschen Fisch. Des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ah, hör auf dich zu beschweren. Na gut. Dann hätten wir das. Wow, leck nicht so. Aufnahme läuft ja zum Glück noch. Alles gut. Gut, dann kriegt der Fischi mal Happa Happa. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Oh, come on. Wirklich? Na gut. Dann... Ey. Dann vielleicht in das Phosphor rein. Maschine, mach mir hieraus eine neue. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Dann eben so. Ew. Ew. Just... Ich finde Fisch schon allgemein eklig, aber so erst recht, wenn das noch mit Tonnen Chemie bestückt ist. So, jetzt aber. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Es werde Licht. So, jetzt muss es aber klappen, komm. Es leuchtet. Komm, Fischi. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Ah! Dummes Viech. Der arme Wal. Wieso mobbst du ihn? Was zum... Ey, sogar der Mond ist unecht. Da. Seht ihr das? Metallmond. Ach, zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. War das echt ein Menschenhändler, der sie entführt hat? Ein harmloser, die perfekt. Dann mal rein. Ja, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur ja. So viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen.
Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Oh, ist nett, komm. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und eine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ja, ist ja gut. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Ja, wir haben sie nur beim Duschen erwischt. Sonst ist alles okay. Aber... Dass lediglich hier einfach nur verstaubt war. Ah! Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Oder zum Kerker im Rumpf dieses Schlepperschiffs. Ach, dieser Boso macht mich wütend. Ach komm schon, der ist doch nett. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wunder dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Oh Mann. Es gibt sonst noch irgendetwas? Weil sonst wecke ich direkt Goal auf. Na gut, dann... Ist das denn jetzt gereinigt? Bulls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Nu wieder sauber. Ah ja. Hier. Ah, dafür brauche ich Dings. Okay, ich brauche dafür Zeug zum Waschen. Habe ich denn überhaupt Zeug? Doc? Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Ha, wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Ach Mann, ich dachte, du hättest was für mich zum Putzen. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Typischer Fall von Missverständnis. Huiuiui. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja?
Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang. Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo immer da ist. Touché, Captain. Touché. Alter. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Ach hier! Staubwedel. Huch! Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Naja. Hoffentlich weiß er echt, was er tut. Na gut, da müssen wir echt eine Datasette ein bisschen entstauben. Und dann geht der Kopf wieder klar. Egal ob positiv oder negativ, wir hatten immer gern gesehen, das war's meine Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See ya, guys!